Heute zeige ich euch, wie man die Fritzbox dazu nutzt, dass man beim Surfen deutlich weniger Werbung angezeigt kriegt und damit auch das Surfen deutlich schneller geht. Das Ganze geht von der Benutzeroberfläche der Fritzbox aus über Internet und dann Filter und dann bei Listen. Wie kann man das machen? Also als erstes geht ihr über Internet, Filter, Listen, wie gesagt, dann auf gesperrte Internetseiten, nicht auf blockierte Adressen, gesperrte Internetseiten. Die Liste ist erstmal noch leer, dann öffnet ihr die Liste aus der Videobeschreibung oder ladet euch eine von den zwei Links runter. Dann STRG A, alles markieren, STRG C für Copy. Dann geht er auf die Seite hier und sagt STRG V, um alles da rein zu pasten. Und jetzt habt ihr 500 Einträge von Servern, auf denen Werbung läuft. Dann drücken wir hier noch auf Übernehmen, das dauert jetzt einen Moment, weil 500 Dinger muss er da erstmal wieder einsortieren. Und diese ganzen Server, auf denen die Werbung meistens läuft, auf den Internetseiten, die sind jetzt erstmal gesperrt. Aber die Seiten an sich, die kann man immer noch erreichen. Nur an den Stellen, wo Werbung ist, da sagt er dann, Server nicht gefunden oder konnte nicht erreicht werden oder so, es geht halt eben nicht. So, und jetzt müssen wir diese Listen nur noch Zugangsprofilen zuordnen. Ich habe jetzt mal ohne Werbung gewählt und dieser Liste, habe hier eine neue angelegt, ein neues Zugangsprofil, habe ich ohne Werbung genannt. Und dem müssen wir jetzt noch einzelne Geräte zuordnen. Also da packt ihr jetzt die Geräte rein. Hier ist die ganze Liste der Geräte. Da packt ihr die Geräte rein, die zum Surfen verwendet werden. Also ich würde hier zum Beispiel mein Tablet nehmen, weil so ein Android-Tablet, da macht man nicht viel, da surft man meistens. Und das ist schön, dass der keine Werbung hat. Das ist dann auch schneller, weil er die ganze Werbeinformation, die muss er gar nicht runterladen. Das sind ja meistens Bilder oder sogar Animated GIFs oder so. Das lädt er gar nicht runter, weil er es nicht erreichen kann. Oder ein Laptop oder so. Und schon funktioniert das. Bei Seiten, die ein bisschen komplizierter sind, irgendwelche Online-Banking-Geschichten oder Online-Games, würde ich das nicht verwenden. Also macht das nur auf Geräten, wo ihr wirklich meistens surft. Und wenn es da Probleme gibt, dann müsst ihr den eben rausnehmen. Also dann nehmen wir dann, drücken OK und schon ist der in dem Profil drin zum Surfen. Ich zeige euch jetzt noch mal gleich auf dem anderen Rechner, wie sich das auswirkt, wenn man das eingeschaltet hat. Damit ihr mir auch glaubt, dass das funktioniert, habe ich mal hier eine Seite geöffnet, die Werbung anzeigt. Hier auf der rechten Seite ist Werbung. Ich muss das leider alles ausblurren hier so ein bisschen, weil ich das ja in YouTube veröffentliche. Und wenn man Werbung in YouTube veröffentlicht, ohne dass YouTube dafür Geld bekommen hat, dann gibt es da Probleme und ich will ja keinen Strike kriegen. Also das ist Werbung, das müsst ihr mir glauben. Der rechte Teil hier ist Werbung. Und jetzt mache ich euch dieselbe Seite auf einem anderen Computer. Da gehe ich hier auf einen Remote Desktop. So, und dieser Computer ist der, der über die Fritzbox gefilterte IP-Adressen hat. Und da seht ihr hier auf der rechten Seite keine Werbung mehr. Ja, also ist die genau dieselbe Seite hier. Das ist genau das gleiche wie hier. So, hier. Selber Artikel und so, ist ja auch zum selben Zeitpunkt. Und hier gibt es Werbung und hier gibt es keine. Jetzt kommt hier die neue Werbung. Jetzt gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Hier kommt auch keine neue Werbung. Also, das hat voll funktioniert. Das blockt tatsächlich die meiste Werbung weg. So wie es auch sein soll. Das hier ist die Hilfeseite zu diesen gesperrten Listen. Und da steht es dann auch nochmal genau, wie das aufzubauen ist, wie man das macht mit den verschiedenen Links. Dass man zum Beispiel HTTP und HTTPS davor weglässt oder www und so weiter. Muss man mal genau gucken. Und leider steht da eben auch, 500 Seiten ist das Maximum, was man da eintragen kann. Das ist halt für Werbungsblocken ein bisschen wenig, aber mehr geht halt nicht bei der Fritzbox. Und hier steht dann nochmal im Detail, wie man das anzugeben hat, damit die Fritzbox auch gut damit arbeitet. Das ist ein relativ langer Artikel hier. Der ist, wie gesagt, wenn man auf die Hilfe klickt, in dieser Listenseite. Nun gut. Da könnt ihr ja nochmal nachlesen, wenn ihr. Aber wie gesagt, mit der Liste, die ich euch gemacht habe, geht das eigentlich so direkt. So, das hat ja klasse funktioniert. Dann hoffe ich, ihr habt da auch denselben Erfolg wie ich. Und bitte lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.